Ja, wir haben uns wirklich sehr gefreut, dass wir mit der Firma Unity auch zum Thema Industrie 4.0 einen kurzen Vortrag durchführen können. Als erstes möchte ich einführende Worte zum Herrn Christoph Blass sagen. Er hat vor 20 Jahren die Firma Unity in Büren in Deutschland, das ist bei Paderborn, mit einem ehemaligen Studienkollegen, also zu zweit gegründet und ist eigentlich eine Nixdorf-Ausgründung. Diese Firma hat sich sehr zum Thema Digitalisierung engagiert und zum Thema Digitalisierung engagiert und sehr stark expandiert. Schwerpunktthema ist jetzt Industrie 4.0, sieht man dann eh gleich über die diversen Bereiche hinweg. Und was ich finde, ist eine sehr schöne Auszeichnung. Innerhalb von diesen 20 Jahren sind daraus immerhin 210 fix angestellte Mitarbeiter geworden. Also es ist schon wirklich ein sehr großes Beratungsunternehmen. Der Vorteil von Unity ist, dass es aus meiner Sicht eine sehr gute Konzeption hat. Das heißt, es kann nicht jeder Mitarbeiter sozusagen alles, was ja oft dann so der Fall ist, dass man sozusagen einfach einen Berater schickt zu einem Unternehmen, egal welches Thema, sondern sie sind nach den verschiedenen Branchen sozusagen aufgestellt im Competence Center und innerhalb dieser Branchen dann auch auf bestimmte Bereiche. Also das heißt, wenn Sie eine Beratung brauchen, kriegen Sie genau zugeordnet an die entsprechende Person. Was ich auch sehr interessant finde, ist auch für Unternehmen im Burgenland, schwerpunktmäßig sind Sie natürlich projektmäßig und von den Mitarbeitern in der Dachregion vertreten, aber Sie haben auch zum Beispiel in China zwei Standorte mit einem chinesischen Geschäftsführer vor Ort. Das heißt, wenn man wirklich Projekte in China abwickeln will, und dort sind sie sehr weit zum Thema Industrie 4.0, hat man wirklich einen Ansprechpartner, der weiß, von was er redet und der einfach dort sozusagen integriert ist. Wie ist eigentlich die Strategie von Unity? Eigentlich, wie man es in jeder Firma machen sollte. Diese Strategie zieht sich aber schon die letzten 20 Jahre durch die Firmenstruktur durch. Das heißt, wenn ein Beratungskonzept kommt, sagt man dann in der Firma, wie schaut deine Vorausschau aus? Wie schaut davon abgeleitet deine Strategie, deine Prozesse und deine Systeme? Hier sieht man sehr gut den Überblick über die gesamten, ich möchte jetzt nicht ins Detail einsteigen, aber dass Sie sehen, welche Bereiche alle abgedeckt werden über die Unity als Beratungsprojekte. Wenn ich sozusagen von unten anfange, Corporate Management ist bezogen natürlich auf die Supportabteilungen der einzelnen Firmen hin zum Supply Chain, typisch Themen in der Produktion, weiter zum Marketing, Vertrieb, Service. Da auch ein super Steckenpferd der Firma Unity ist Geschäftsmodelle für die nächsten 10 Jahre. Da sage ich immer so gern das Beispiel Miele. Also in 10 Jahren wird nicht mehr überlegt, ob jetzt da die Waschmaschine in rot oder grün sein soll oder ein Knopferl mehr oder weniger, sondern da geht es um das Waschen in der Zukunft. Die jungen Leute wollen nicht mehr Eigentum haben, nämlich die Waschmaschine, sondern einfach gewaschene Wäsche. Also dass wirklich die ganzen Firmenkonzepte total hinterfragt werden und neu aufgesetzt werden. Innovation, Produktentstehung, auch ein sehr wichtiger Bereich in den verschiedenen Firmen. Und da immer dann noch die Matrixorganisation, natürlich die Themenbereiche Vorausschau, Prozessoptimierung und Digitalisierung IT. Ich möchte jetzt auch nicht aus Zeitgründen, weil es kommt dann wirklich ein sehr, sehr spannender Vortrag von Herrn Blass, im Detail eingehen. Was mir nur auf der Folie sehr wichtig ist, dass man zeigt, auch die Firma Unity hat hier einen super Stellenwert in Deutschland, weil sie in verschiedenen Clustern und im wissenschaftlichen Bereich seit 20 Jahren Projekte macht, etabliert ist und somit immer wieder in neuen Forschungsprojekten involviert ist und somit auch in verschiedenen Clustern vertreten ist. Viele sagen dann, okay, das ist eine Beratungsfirma, da sitzen dann lauter Berater, die halt sozusagen angelernt sind und noch nie in der Wirtschaft waren. Stimmt auch nicht. Parallel eben zum ersten Punkt, dass eben die Firma Unity einfach Geschäftsmodelle, Konzepte innovativ konstruiert, haben sie auch noch zwei andere Steckenpferde, und zwar die Firma Smart Mechatronics. Die wurde von Ihnen gegründet, das ist sehr stark konzentriert auf den Entwicklungsbereich. Und dann noch die Firma Contec, da sind sie beteiligt.
ist vielleicht für die Absolventen von der Fachhochschule auch ganz interessant. Da kann man Prototypen bauen, da kann man Kleinserien produzieren, aber auch hin bis sozusagen mittleren Serien. Also das ist auch immer sehr gut. Erstens einmal kann man das, was man, wie man so schön sagt, auf Deutsch predigt, auch gleich zeigen und unter Beweis stellen und auch gleich Firmen die Möglichkeit geben, dort etwas produzieren zu lassen und einfach durchzuprobieren. Ja, also somit sind wir schon im Thema Industrie 4.0. Ich zeige hier nur einleitende Folien, da eben wie gesagt der Spezialist zu dem Thema der Herr Blass ist. Mir persönlich ist eigentlich im Hinterkopf am besten verankert gewesen das Beispiel, man will in Zukunft individualisierte Produkte zu Preisen, die ähnlich Massenfertigungspreisen sind, produzieren. Und die Wichtigkeit an dem ist auch individualisierte Produkte. Die einzelnen industriellen Revolutionen, ich glaube, das ist für Sie nicht neu, dass wir jetzt sozusagen in der vierten industriellen Revolution einfach das Internet auf den Shopfloor bringen wollen. Und der untere Satz, den finde ich sehr bezeichnend, oder die zwei Sätze, jeder redet eben von Digitalisierung und Internet auf den Shopfloor, aber eigentlich in der Realität sind die Unternehmen im Schnitt noch einen Schritt davor, nämlich sie haben verschiedene ERP-Buchhaltungssysteme, MES-Systeme und dass man diese Systeme quasi um die Schnittstellen optimiert. Bei dieser Folie soll gezeigt werden, bei der Unternehmensgestaltung geht man eigentlich dann sozusagen von der anderen Richtung aus. Man fängt an von den Systemen, das ist eigentlich die Ausgangssituation, schaut, ob man die Prozesse, die richtigen hat, macht daraus die Strategien und entwickelt dann die Vorausschauen. Jetzt habe ich es kurz vor. Das wäre dann schon meine letzte Folie. Die sind Ihnen sicher auch nicht unbekannt, einfach alles zum immer dem Thema Smart, angefangen in der Smart Factory hin zu Smart Produkten, aber es ist einfach alles schon sozusagen vernetzt und alles sozusagen über dargestellte Weltkugel vernetzt. Das Wichtige daran ist, wo jetzt sehr, sehr viele IT-Firmen auch daran arbeiten, ist die Standardisierung, weil sonst nutzt man die Vernetzung nichts, wenn die Systeme nicht standardisiert sind. So, und jetzt haben wir von hinten den Herrn Blass gesehen und jetzt da können wir von vorne auch präsentieren. Ja, vielen Dank, Doris. Ja, mein Name ist Christoph Blass. Ich komme aus Deutschland, im Sauerland. Als ich jetzt die letzten zwei Tage schon hier im Burgenland unterwegs war, habe ich mich also schon hier sehr wohl gefühlt. Also die Natur sieht ähnlich bei uns aus, sie haben aber einen Vorteil hier, sie haben deutlich besseres Wetter und dadurch auch deutlich besseren Wein, also den haben wir gar nicht. Bei uns reden wir von Grevensteiner Südhang, das ist aber Veltinsbilsener, also da bin ich groß geworden. Also insofern fühle ich mich aber hier heimisch. Der Name Unity, und deswegen kann man sich ja fragen, was will jetzt diese Unternehmensberatung hier uns bei den Linux-Tagen denn erzählen an dieser Stelle? Aber ich fühle mich eigentlich hier auch wieder sehr wohl, wenn ich hier den Slogan von der FH Burgenland sehe, Information und Management, weil dieser Name Unity ist seinerzeit entstanden aus Unternehmensführung und Informationstechnologie. Und da sieht man eigentlich, wie nah das beieinander hing, auch schon 1995, Unternehmensführung, Management und Informationstechnologie, so ist das heute auch mit. Und lassen Sie mich trotzdem noch mal einmal ein bisschen hier zurückgehen mit, zu diesem Bildchen hier mit. Weil das war seinerzeit auch dann unsere Gründungsidee. Und wir haben also, ich habe das Glück gehabt, dass ich in England ein Praktikum gemacht habe. Und vielleicht so auch hiermit, dann hat mich ein englischer Manager von der Firma Fissmann hat mich gefragt, welcher Professor passt denn auf dich auf? Da habe ich gesagt, so in Deutschland keiner. Er sagte, das wäre nicht gut. Man müsste sich also einen Mentor mitsuchen, der ein bisschen für einen sorgt. Und dann sind wir auf den Professor Gausemeier zugegangen. Maschinenbauer, der für uns aber ein bisschen außergewöhnlich war, weil er dieses Modell auch schon 95 predigte, was seinerzeit noch nicht so in den Köpfen war. Nämlich genau eben zu sagen, ich muss mir eigentlich erstmal Gedanken machen, was sind die Herausforderungen der Zukunft, um dann zu sagen, was sind die richtigen Strategien und mit welchen Prozessen setze ich die Strategien um und was setze ich denn für IT-Technologien ein. Und als wir 95 gestartet sind, da waren unsere ersten Strategien so, dass wir dachten, wir wären Systemhaus.
95 war das auch so. Nur wenn man sich der eine oder andere, vielleicht von den Älteren im Raum, kann sich daran erinnern, zwischen 95 und 2001, als nicht nur so Unix- und Betriebssystemkämpfe schon seinerzeit mit waren, in Paderborn mit Nixdorf. Ich habe da dann auch während des Studiums noch viel gearbeitet. Wir haben gestern festgestellt, dass von der Firma Heller hier im Burgenland noch die andere Heller-Firma in Slowenien immer noch auf einer alten, guten Quadro von Nixdorf, Comet-System, immer noch das ERP-System hat. Also da sieht man so ein bisschen, wo die alten Wurzeln auch so mit sind. Und ich kann mich immer noch gut erinnern, wie ich mit einem unserer Mitarbeiter die Hexadezimalzahlen sortiert hat und auf einmal war er sagte, da müssen wir rein und schwuppdiwupp konnten wir die Adressdaten lesen. Also das waren also so die Zeit, in der bin ich auch groß geworden. Ich bin aber eben Wirtschaftsingenieur, also Maschinenbau und BWL studiert und habe mich aber stark immer mit Informatik beschäftigt. Aber alle, die hier im Raum sind und jetzt mit Linux und Informatikstudium wohl möglich da sind mir weit überlegen mit all dem, was ich jetzt hier nicht gleich mit sagen werde. Freue mich aber trotzdem vielleicht an der einen oder anderen Stelle auf den Diskurs. Weil wir haben hiermit festgestellt, wir würden gerne immer in den Unternehmen von oben nach unten durchgehen. Und oft haben wir den Eindruck in der Vergangenheit, in den Jahren gehabt, dass die IT-Industrie genau umgekehrt loslegt. Wenn man gesagt hat, welche Systeme habe ich denn und wie führe ich die ein? Und da mussten Prozesse und Strategien hoffentlich folgen. Und das war in den Jahren so, und mein Forschungskollege, der hat sich immer mit den beiden oberen Systemebenen beschäftigt, mit Vorausschau und Strategie, und ich mich sehr stark mit Organisation und Prozessen und IT. Und nun kommt dieses Thema Industrie 4.0. Digitalisierung. Und da fragt man sich natürlich, ist das Thema jetzt auf den Kopf gestellt? Und machen wir denn jetzt alles wegen Industrie 4.0? Und eben wurde das, hat es die Frau Bock mit vorgestellt. Ich bin also in mehreren Gremien in Deutschland bei der Akademie der Technikwissenschaften mit dem Themennetzwerk Informations- und Kommunikationstechnologie. Ich bin in Paderborn im Sonderforschungsbereich unser Fly Computing im Beirat oder auch im Software Quality Lab im Beirat. Und ich habe das Glück, mit den vier Professoren zu tun zu haben, die den Begriff Industrie 4.0 erfunden haben. Ich glaube, diese Gründungsgeschichte, die hilft teilweise, weil im Moment, man hat das eben an den Begriffen gesehen, Industrie 4.0, so richtig weiß ja im Moment auch so keiner oftmals, was damit gemeint ist. Und ich kann Ihnen aber die Gründungsgeschichte erzählen, war einen schönen Abend, also ich weiß jetzt nicht, ob es 3 oder 4 Flaschen Wein waren, die vier Professoren vertilgt haben. Jedenfalls war der Erfinder von Web 3.0 dabei. Und der hat gesagt, es muss 4.0 sein, weil 3.0 haben wir ja schon. Und dann war allen klar, es muss 4.0 sein. Und dann Herr Kagermann, ehemaliger SAP-Vorstand, Präsident bei Akatech, der hat dann gesagt, es muss aber mit Industrie was zu tun haben. Und dann sind die irgendwie bei der 4. Flasche Wein, sage ich dann immer, auf den Begriff Industrie 4.0 gekommen. Weil die sich gesagt haben, wenn das Internet, und als wir gegründet haben, 95 zu 2000, da haben alle 2000 von der Internetblase gesprochen. Wir hatten auch ein kleines Unternehmen, eine Internetfirma gegründet. Wir konnten im Gegensatz zu allen anderen 2001 sagen, dass wir das Geld nicht fremd verbrannt hatten, sondern selbst. Wir hatten 5 Millionen bei Family and Friends eingesammelt, die waren dann 2001 weg. Insofern kann ich Ihnen sagen, ich habe auch schon eine Unternehmensgründung hinter mir, die nicht so erfolgreich war. Das hilft aber. Man darf den Begriff in Europa, glaube ich, nicht so nutzen, weil er geschützt ist. Ich kann Ihnen nur empfehlen, wenn Sie sich mit Industrie 4.0, mit Geschäftsmodellen und Startups beschäftigen, machen Sie diese Fuck-Up-Neiten, wo die Leute berichten, was auch mal schiefgegangen ist. Also das lohnt sich, mit den Themen zu beschäftigen. Aber wir haben das damals auch mal mitgemacht. Und wir haben dann in dem Umfeld einfach mitgesehen, mit diesen Erfahrungen, dass das Thema IT natürlich eine entscheidende und wichtige Rolle mit hat. Wir haben auch gesehen, was 2000 noch nicht so ging, aber die Blase, wo alle meinten, das wäre die Internetblase, die ist ja definitiv nicht geblieben, sondern heute reden wir von Disruption im Handel. Eigentlich ist es ja nur eine Disruption der Technologie mehr, das Internet, was zur Verfügung steht. Und dann haben diese vier Professoren gesagt, was ist denn, wenn das Internet auf dem Shopfloor in der Produktion ankommt? Und was passiert denn dann? Sagen dann alle wieder, das ist eine Blase oder betrifft uns nicht und müssen wir nicht mitmachen. Auf einmal in 15 Jahren ist unser Produktionsstandort gefährdet. Und das war der Grund zu sagen,
Wir müssen die neue Welle, erste Revolution Dampfmaschinen, zweite elektrische Energie, dritte schon der Computer in der Industrie, vergessen das ganz viele, dass die dritte Revolution der Computer bereits war, die Automatisierungstechnik, ist jetzt Internet auf dem Shopfloor. Aber wie gesagt, das fand man relativ unsexy als Begriff und bei der vierten Flasche Wein war Industrie 4.0 geboren. Auch in internationalen Vorträgen legt Akatech sehr viel Wert darauf, Industrie 4.0 mit IE zu schreiben, weil auch People Car in Volkswagen, Volkswagen in Brasilien Volkswagen heißt und nicht People Car. Also es ist wirklich eine deutsche Kreation, aber wir haben eben auch festgestellt, nur der Technologiewillen wird es nicht gemacht, sondern wir führen genau, wir haben jetzt einen enormen Technologiesprung. Aber wir müssen uns eigentlich nach wie vor überlegen, welche Prozesse sollen denn wohl unterstützt werden, welche Strategien und auch welche Herausforderungen treten wir ein. Insofern bleibt das Modell bestehen. Und wenn wir eben von Industrie 4.0 reden und in der Factory mit sind und wir haben jetzt wirklich vernetzte Produkte, vernetzte Werkstücke, dann sind die natürlich nicht nur in der Factory vernetzt, sondern die sind natürlich auch außerhalb der Factory vernetzt, die sind natürlich im gesamten Logistikbereich vernetzt. Und wir merken, dass diese Welle eben dieser Standardisierung in alle anderen Lebensbereiche auch reingeht. Und das ist eine Entwicklung dieser Standardisierung, wo ich persönlich sage, 20 Jahre IT-Projekte durchgeführt, ich habe nicht mehr geglaubt, dass die IT-Industrie die Schnittstellen in den Griff kriegt. Und ich finde das im Moment sehr enorm, wie im Moment Datentöpfe, Datenanalysen möglich sind, wo wir vor 5 Jahren immer noch, und das ist ja nicht lange her, mit BI-Konzepten, mit großen OLAP-Cubes und so weiter versucht haben, Daten auszuwerten oder das Hauptberatertool neben PowerPoint natürlich Excel mit ist an der Stelle. Und da sehen wir neue Dinge und da möchte ich Ihnen am Ende des Vortrages auch zeigen, warum ich es genau richtig finde, dass man eben offene Technologien nutzt, um gerade diese Innovationsgeschwindigkeit zu halten. Also es betrifft wirklich alle Lebenswelten mit. Internet der Dinge, Maschine-to-Maschine-Kommunikation, Internet der Dienste. Neue Services, die es vorher nicht gegeben hat. Und dann haben diese 4 Professoren das jetzt mit Bildern belegt, also mit Begriffen. Also zu sagen, also Massenfertigung muss mit Losgröße 1 stattfinden oder kann dadurch. Man ist hochflexibel, man kann bedarfsorientiert und Echtzeit arbeiten. Der Unterschied zu dem alten ZIM-Gedanken, was immer so Produktion und Fabriken menschenleer hatte, genau das Ziel hat man, verfolgt man mit Industrie 4.0 nicht, sagt man auch das Thema Arbeit und Beruf, Familie und Beruf kann man unter einen Hut bringen. Warum? Weil man mit Assistenzsystemen, mit wirklich mit IT-Unterstützung auch das Arbeitsleben erleichtert. Und man muss jetzt nicht nur neue Firmen so ausstatten, sondern die Idee ist auch von Anfang an so gewesen, auch das Brownfield, also alles, was bestehend ist, auch mit aufzunehmen. Weil Sie können sich vorstellen, da könnte ja jeder sagen, na gut, meine Maschinen, die sind 30 Jahre alt, da ist jetzt mit IT und Technologie nicht so viel zu tun, ist das Thema für mich auch uninteressant. Wir führen regelmäßig auch Fahrten durch nach Japan zum Thema Lean-Management, um da auch an den Urgedanken zu gehen. Und der Unterschied zu Europa, beispielsweise zu Japan, ist, dass Sie da ganz viele alte Maschinen vorfinden, die aber hochpräzise arbeiten. Da würde der deutsche Meister, der deutsche Ingenieur sagen, also das Teil mit der Presspassung kannst du gar nicht fertigen mehr auf dem Gerät. Doch das geht, weil die eine ganz andere Mentalität von Maintenance, von Wartung für diese Maschinen mit haben. Und sehr oft sehr einfach und sehr lean arbeiten. So, und mit diesem Gedankengut und mit diesem Thema Internet auf dem Shopfloor, dann ist eigentlich das alles entstanden, was wir heute diskutieren. Und das finde ich persönlich immer das Schöne, dass heute auch wirklich alle wieder diskutieren. Also IT ist nicht ein Kostenfaktor geworden, oder wie es der war, sondern IT wird gerade als großer Innovator. Und diese wunderbare Idee, alles in der Produktion irgendwo sprechend und vernetzt zu haben, kommunizieren zu haben. Und das ist natürlich die schöne Idee, dass man vom Kunden direkt schon mit in die Produktion reingeht, durchgängig spricht, dass die Arbeitsschritte aufeinander abgestimmt sind, Traceability, der Kunde also immer sehen kann, wo ich jetzt im Prozess mitstehe. Das sind natürlich alles Fähigkeiten, die dann schon schön machbar werden. Wenn man sich das so anguckt und ist 20 Jahre im Beratungsgeschäft unterwegs, dann denkt man sich, naja, die Idee hatten wir ehrlich gesagt die letzten 20 Jahre ja auch schon. Aber so einfach war das ja nicht. Und wenn man das mit IT-Projekten losgelegt hat, dann haben die ja alle unendlich viel Geld gekostet. Umso größer die Organisation, umso teurer war das ganze Thema. Und weil wir natürlich diese ganze Standardisierung auf dem Prozess eigentlich nicht vorgefunden haben.
Und ich bin dann sehr früh in diesen Arbeitsgruppen auch mit dabei gewesen, zu sagen, wir müssen uns also offensichtlich diese Architektur, diese Infrastruktur genauer anschauen. Wir müssen uns die genauer anschauen, um herauszufinden, warum hat das denn jetzt 20 Jahre nicht geklappt und was soll denn jetzt in den nächsten Jahren mitklappen und was muss eigentlich an Grunddenken, an Werten verändert werden. Ja, und dann fängt man natürlich erstmal mit dem Herkömmlichen an, dann guckt man sich erstmal wirklich standardmäßig die Automatisierungspyramide an. Eben zu sagen, von der Verhältnisebene, von der Maschinenebene über die Prozessleitebene bis hin zur Unternehmensführungsebene muss eigentlich eine Durchgängigkeit der IT sein und auch innerhalb des Unternehmens von dem Prozess durchgängig im Unternehmen. Und wenn wir heute mit herkömmlicher IT in den Unternehmen Prozessaufnahmen machen und IT-Aufnahmen machen, dann stellen wir eben fest, dass hier Brüche sind, wo es nicht nach oben geht und dass hier Brüche sind, wo es nicht durchgängig geht, weil das Thema Schnittstellen, wie gesagt, nach wie vor ein Riesenthema, eine Riesendebatte ist. Und die Systeme in den Jahren immer komplexer geworden sind. Aber das ist eigentlich so, ja, wie in der Mathematik hinreichende und notwendige Bedingungen mit. Das ist erstmal die Bedingung, dass ich natürlich dort durchgängiger werde, dass ich überhaupt Daten auch erfassen kann. Aber jetzt brechen wir, und das ist eigentlich ja der Unterschied, also solange man jetzt nur diese Form mitbringt, gerade mit der Definition von Industrie 4.0, ist das ja eigentlich jetzt erstmal Industrie 3.0 oder 3.x. Weil Internet ist da ja noch nicht drin, also ich habe ja die Unternehmensgrenzen noch in keinem Fall hier verlassen. Und das ist dann neben der vertikalen Integration die horizontale Integration, wo wir eben feststellen und sagen, die Einbindung von Kunden, von Lieferanten, da haben wir natürlich so Systeme wie Edifact und solche Austauschformate schon mit, aber diese Integration, diese horizontale Integration, das ist eigentlich der nächste Schritt zu sagen, aus den Unternehmensgrenzen hinaus wirklich zu kommunizieren. Und das natürlich auch nicht nur stumpf und steif über alle Ebenen, sondern mit dem Internet. Also es gibt viele Modelle, die jetzt gar nicht mehr die Pyramide zeigen, mache ich gleich auch so, sondern wo ich jetzt herauskomme und sage, also muss ich jetzt Daten, Verbindung, Anbindung bereitstellen aus jeder Ebene, um die dann in der Wolke, in der Cloud auch bearbeiten zu können. Das Problem, was wir da häufig mit haben, ist, dass diese Prozesse und diese Systeme und die Produkte, die entwickelt werden, ja von Ingenieuren entwickelt werden. Da haben wir schon das Problem Mechanik, Mechatronik oder auch Informatik, also das Mechatronik-Problem. Und da ist in den Jahren das Thema Systems Engineering als erster Punkt aufgekommen, das weiterzuentwickeln. Aber in IT, Sie kennen das, wie bringe ich den Development-Bereich mit dem Operations-Bereich zusammen, wie bringe ich Biz, Devs, Ops zusammen. Also das haben wir ähnliche Ansätze. Wie wird eigentlich Engineering in der Zukunft gemacht, um jetzt wirklich solche durchgängigen Systeme zu entwickeln? Wir haben das einfach mal ein bisschen avantgardistisch hier reingezeichnet, zu sagen, es muss also offensichtlich ein durchgängiges Engineering geben in Zukunft. Und das haben wir eben hier auch gesprochen mit, also das, mir gefällt das gut, was beim Hasso-Plattner-Institut der Professor Weinberg an der Stelle sagt, da müssen wir sowohl an den Hochschulen als auch in den Schulen, auch in den Unternehmen lernen, dass wir vom Brockhaus-Denken wegkommen, wo der eine A, der nächste B, der nächste S und der letzte Z kann zum vernetzten Denken. Also wie bringe ich jetzt Softwareentwickler, Ingenieure, Elektrotechniker, Mechaniker, wie bringe ich die zusammen, um wirklich durchgängige Konzepte zu entwickeln? Und das ist eigentlich eine wichtige Herausforderung, die wir in der Zukunft haben. Ich kann Ihnen sagen, in Deutschland, in vielen Gremien, auch gerade in wissenschaftlichen Gremien, beschäftigen wir uns da sehr intensiv, dort auch die Studiengänge beispielsweise weiterzuentwickeln. Wenn man das Bild jetzt so mit hat, dann hat man in Deutschland, das war dann parallele Entwicklung von den Plattformen Industrie 4.0, dieses RAMI-Modell entwickelt. Darf ich mal fragen, wer das von Ihnen kennt? Keiner. Gut. Man hat sich nämlich jetzt gefragt, wie bilde ich jetzt diese Problematik ab, dass ich diese Kommunikation mit dem Internet darstelle, und hat sich dort dieses Architekturmodell als Referenzmodell überlegt. Und dieses Referenzmodell hat man sich von Anfang an überlegt, dass man das auf Standards entwickelt. Das ist also hochkompliziert, allerdings, Sie sehen, da sind so Standards, IEC-Normen mit. Man hat sich überlegt, wie sind also die Prozesse, in welchen Normen definiert. Und hier haben wir wieder die Pyramide vom Produktfeldbusebene bis hin zur Unternehmensleitebene. Also wir haben quasi unten auf der unteren Fläche haben wir die Automatisierungspyramide.
Und der Unterschied zu früher, dass man die Automatisierungspyramide ja hier immer hoch und runter musste mit allen Daten, soll hier bedeuten, und das sind die Layer von der Grid-Technologie aus dem Elektronikbereich. Also da hat man diese Layer mit abgeguckt und auch wieder ein standardisierter Layer. Jetzt hat man sich gesagt, also wenn ich in den Prozessen bin, dann muss ich in der Lage sein, nicht hier hoch zu marschieren mit meinen Daten, sondern ich muss direkt raus über Kommunikationswege, beispielsweise um die Unternehmensleitung. Und das soll das Modell darstellen. Die, die es erfunden haben, haben das wahrscheinlich auch direkt verstanden. Ich habe noch keinen erlebt, der das von Anfang an verstanden hat. Das ist ja akademisch, habe ich teilweise den Eindruck. Das, was ich allerdings, ist schon ein älteres Bild hier mit, was ich von Anfang an immer mit reingebracht habe, ist, was auch gerade jetzt reinkommt, wenn wir den jetzt aber von der Ebene nach da oben mit kommunizieren wollen, dann müsste es über Standards mit sein. Und ich gehe da gleich nochmal drauf ein, aber es wird sich da, wie es aussieht, bei den strukturierten Formaten mehr und mehr in OPC-UA als den Standard entwickeln, wo wirklich die Daten strukturiert in weiteren Systemen dann auch als Schnittstelle verarbeitet werden können. Und ich habe mir das dann immer so auseinandergepflückt mit, weil ich das Bild, wie gesagt, auch für mich etwas kompliziert fand, weil nach wie vor haben wir das Riesenproblem, dieses System überhaupt mal in der Industrie unter einen Hut zu bringen. Also selbst wenn einer SAP hat, da gibt es immer noch Unternehmen, die zig SAP-Systeme haben. Geschweige denn, es haben in Deutschland laut Umfragen erst 14% der Unternehmen MES, Manufacturing Executive Systems, also die Systeme, die in der Produktion jetzt wirklich steuern. Produktdatenmanagementsysteme sind auch nicht groß weit verbreitet, auch hochkomplexe Projekte. Deswegen sage ich also, eine der Subrevolutionen muss wohl auf jeden Fall sein, diesen Zoo in den Griff zu kriegen. Also die IT-Systeme, die in den Unternehmen eingesetzt werden, auf dem Business, auf dem Office-Floor. Und das war dann so eine Erkenntnis, die mir ein Manager von Siemens beigebracht hat. Er hat gesagt, immer wenn er auf der CeBIT war, dann hat er immer mit allen Anwendern gesprochen des Office-Floor. Und wenn er auf der Hannover-Messe Industrie war, dann hat er immer mit allen gesprochen, die in der Produktion, also in der Automatisierungstechnik unterwegs waren. Also gesagt, das sind ja offensichtlich zwei Welten, das ist jetzt 2 Jahre her und man konnte in diesem Jahr sehen, wie die Welten zusammenwachsen, wie jetzt genau diese Integration zusammenwächst. Der Punkt ist aber, dass wir eine enorme Geschwindigkeit kriegen von den Automatisierungstechniker, von den Sensorherstellern, die jetzt anfangen zu sagen, ich kann meine Daten jetzt auch weiter nutzen und ich muss nicht immer kompliziert über die Automatisierungspyramide, die ist jetzt zwar so ein bisschen schräg, aber stellen Sie sich jetzt hier die Automatisierungspyramide vor, zu schieben. Weil bisher, da können Sie sich den Change mal überlegen, der bei einer SAP stattgefunden hat, um hier eine Maschine dort an das SAP, MES, das APU-System anzubinden, die Schnittstelle, die hat im Schnitt 10.000 Euro gekostet. Da können Sie natürlich überlegen, welcher Unternehmer bereit ist, das Geld auszugeben mit. Und da sehen wir schon mit, wenn man dort auf so proprietären Systemen bleibt, also auf den Systemen, wo man kein rein ist, dann ist das zwar ein schönes Geschäftsmodell, aber als dann der Vorstand von SAP zu seinen Vertrieblern hingegangen ist, hat gesagt, so in Zukunft machen wir das nicht mehr, wir werden das in Zukunft standardisiert stecken lassen. Da haben die Vertriebler gesagt, ob wir so alle hätten, wo denn das mit dem Umsatz wäre. Wahrscheinlich sollten sie das Vertriebsziel auch noch weiterhin erreichen mit. Und, aber das war die Idee von Anfang an, wir müssen dort in eine andere Standardisierung gehen. Wir müssen offen werden, nicht nur für eigene Systeme, sondern auch für Fremdsysteme, weil man gemerkt hat, die IT hat so eine hohe Geschwindigkeit, nicht da, aber hier. Die Entwicklungsgeschwindigkeit, die wir hier in der IT mit haben, nämlich durch Cloud Computing, nämlich durch das Thema Big Data, also wirklich Analytics dann auf den Cloud-Data, um dann gewisse Service zu entwickeln, da hat uns natürlich durch das ganze Thema Apps, durch das Thema Cloud Computing, durch das Thema Social Media, durch das Thema Mobile Computing, Ubiquitous Computing, also der Rechner ist überall, gelernt, dass das schnell geht. Und das geht im Moment immer rasanter nach meinem Empfinden, wie sich hier die Plattformen entwickeln. Da komme ich gleich nochmal drauf zu. Und deswegen unterscheide ich eigentlich an dieser Stelle gerne, um zu sagen, also das eine ist zu sagen, was passiert eigentlich in der Factory, in der Produktion? Also da sind wir wieder mehr so in dieser Pyramide, wie man die denn jetzt standardisieren muss, weil die muss ich auf jeden Fall auch angucken. Also die Digitalisierung, Automatisierung, die dritte Revolution weiterzuführen, ist auf jeden Fall notwendig. Aber welche Punkte kann ich vielleicht einfacher durch Cloud-Lösungen entwickeln und lösen? Und durch das Thema Industrie 4.0. Und dann bin ich aber sehr häufig bei Services und bei Produkten, die da neu entstehen. Und wenn wir dann bei Services und bei Produkten stehen, und das ist wirklich das Schöne, ich habe also vor ein paar Jahren das Buch geschrieben mit Kollegen Chefsache IT,
Also gab es Industrie 4.0 noch nicht, weil mir einfach wichtig war, dass eben mal IT-Verantwortliche mit Geschäftsverantwortlichen, dass sie mal lernen, gemeinsam miteinander zu reden. Weil wir konnten da schon über Cloud Computing und Social Media und durch diese rasante Entwicklung der Rechenleistung sehen, dass sich die Geschäftsmodelle verändern würden. Und durch das Thema Industrie 4.0 gibt es im Moment keinen Vorstandsvorsitzenden in Deutschland, egal in welcher Branche, der nicht zumindest mit seinen Leuten fragt, was machen wir denn da? Haben wir nicht auch eine Strategie? Und das wird in Österreich genauso sein. Und ich empfehle dann immer jedem dieses Buch von Christoph Käse, Silicon Valley. Also das ist so 300 Seiten, schnell zu lesen. Der war ein halbes Jahr in Palo Alto. Also wer da schon war in Palo Alto, braucht es nicht lesen. Aber ich war da auch noch nicht. Ich habe es gelesen mit. Und der schreibt auf den ersten 150 Seiten, was so die Kultur in Palo Alto ist. Und wirklich schön zu lesen. Man versteht es, glaube ich, recht gut. Die zweiten 150 Seiten finde ich im Moment selbst für meinen Verstand noch etwas pacig und abgedreht, weil sehr stark in künstliche Intelligenz, kognitive Themen mit reingeht. Ich fürchte aber, dass das auch immer realer wird. Aber ich habe mal drei Kernaussagen, die im Moment die Industrie aufrütteln und das ist, finde ich, so wunderschön, das Thema IT befeuern. Das erste ist dieses Thema Technikkult. Und ich glaube, das müssen wir alle mit sehen. Also gibt uns Probleme. Je größer die Herausforderung, umso besser. Um wirklich das Problem zu lösen, um zu schauen, wie kann ich über diese Probleme Reichtümer mitbekommen. Das zweite ist dieses Thema Disruption. Also Disruption heißt wirklich zerstörerisch. Also wie kann ich zerstörerisch andere Geschäftsmodelle kaputt machen? Also Uber wird definitiv das Thema Taxidienst kaputt machen. In Deutschland hat man da, oder in Österreich hat man da vom Gesetzgeber noch das eine oder andere Problem mit. A&B ist das nächste Thema. In Berlin hat man sage und schreibe gesetzmäßig A&B verboten, weil man 40.000 Wohnungen anders nutzen will, die angeblich in Berlin zu wenig sind. Also das finde ich ein Wahnsinnseingriff in Eigentumsverhältnisse mit. Also, aber wenn diese Gesetzgebung da nicht reingehen, diese Geschäftsmodelle disruptieren und machen kaputt. Und da gibt es vielleicht den Satz so schön, wenn jemand dein Essen essen möchte, dann sorgt lieber, dass du es selber isst. Und warum disruptiert das? Weil mit Informationen anders gearbeitet wird. Weil Informationen generiert werden und weil diese Informationen, das wäre das Zeitalter der Plattform, alles wird digitalisiert und mit den Informationen werden jetzt Dienste aufgesetzt. Und wir haben gemerkt, erst waren diese Themen, die diskutiert wurden, Systems Engineering, dann waren diese Themen Architektur, die diskutiert wurden. Aktuell wird hoch und runter Geschäftsmodelle diskutiert. Und das nächste, was jetzt anfängt und was wir ganz klar sehen, ist das Thema, was Plattformen diskutiert werden. Und da möchte ich auch gleich nochmal zugehen. Weil wenn Sie sich jetzt mal überlegen, unter diesen drei Aspekten, wie stark sich denn die Welt verändert, dann haben die sich insbesondere deswegen verändert, und auch da tun wir uns schwer, weil diese Geschäftsmodelle dafür sorgen, dass der Kunde im Mittelpunkt steht. Und ich sage Ihnen mal so ein Beispiel aus der Industrie. Die Firma Engel ist ja hier, Engel Anlagen, Maschinenbau, österreichisches Unternehmen. In Deutschland haben wir Krauss-Maffei, ist ähnlich mit, die machen so Spritzgussmaschinen. Diese Spritzgussmaschinen, jedes dieser Unternehmen macht 4.500 Maschinen im Jahr bei einem Umsatz von ungefähr 1,2 Milliarden Euro. Der chinesische C-Wettbewerber, der also nicht so hochwertige A-Maschinen hat, auch nicht B, sondern C. Was meinen Sie, wie viele Maschinen der wohl macht im Jahr? Die machen jeweils 4.500. Faktor 10. Faktor 10, 40, das ist sehr hoch, ja. 26.000 Stück. Was meinen Sie, wie viel Umsatz der denn damit macht? Die einen machen 1,2 Milliarden jeweils. 120 Millionen. 850 Millionen. Und das muss man sich mal vorstellen. Warum? Weil der Kunde das will. Und wenn wir haben gemerkt, wenn wir übergreifend Engineering-Prozesse mitmachen, wollen so ein Thema Industrie 4.0 auch vermarkten, dann müssen wir das erstmal verstehen, was der Kunde braucht. Und ich habe mit ein anderes interessantes Beispiel, was ich gerade diskutiere, ist auf der Hannover Messe, da war dieser E-Golf, auf dem Microsoft-Stand zudem noch. Und wenn man mal Tesla gefahren ist, also bin ich jetzt so zweimal, ich fahre selber keinen, weil in Deutschland sich das nicht lohnt, da sind die anderen Autos zu stark subventioniert, aber unser schweizerischer Geschäftsführer, der darf Tesla fahren, weil da ist das tatsächlich wirtschaftlich im Vergleich zum A6.
Wenn Sie dann im Rückraum sitzen, was fällt Ihnen wohl auf dem Tesla zum Bereich zum Verbrennungsmotor auf? Beschleunigung. Bitte? Beschleunigung. Ja, das auf jeden Fall auch. Das ist der Hammer. Mehr Platz. Sie haben viel mehr Platz, weil die Achse nach hinten, die braucht es ja nicht. Weil ich habe ja die Elektromotoren da. In diesem E-Golf, der ist aber trotzdem diese Haube, wo eigentlich die Achse durchkommt. Und da denke ich mir, also, wieso? Da haben sie Batterien reingepackt. Ja gut, ich sage, haben sie wenigstens Nutzen gefunden für diese Hülle, die man eigentlich nicht mehr braucht. Und dann stelle ich mir die Frage, wieso versetzt man sich nicht in den Kunden hinein und in die neue Technologie, um aus der neuen Technologie dann Dinge zu entwickeln? Genauso wie das bei dem chinesischen Anlagenbaubeispiel der Fall ist, so ist das eigentlich für dieses Auto auch. Und ich sage mal dann provokant, gut, dass es nach dem Käfer damals einen bei Volkswagen gegeben hat, der den Volkswagen, VW erfunden hat, den Golf. Entschuldigung, nach dem Käfer, der den Golf erfunden hat. Wer erfindet denn jetzt das nächste Auto? Sprechen wir mit dem Daimler-Manager. Der sagt, ja, das müssen wir anders sehen. Das ist minimaler Einsatz, um überhaupt was zu haben. Ja, ich sage, gut, aber dann hat man ja vielleicht auch schon ein bisschen Zeichen der Zeit nicht erkannt und hat Entwicklungsgeschwindigkeiten, die andere gerade haben, eben nicht eingesetzt. Und das ist so mein Punkt. Ich habe dann gesagt, aber dass, wenn Sie das auch vielleicht, das ist zwar jetzt nicht ganz so nur Cloud Computing, geht aber in die Richtung E-Mobility. Die Deutsche Post wollte die Automobilindustrie, hat die gefragt, dass die Elektroautos bauen soll für diese Ausfuhrwagen, die die mit haben. Weil diese ständige An- und Abfahren ist, also was der Dieselmotor soll, das ist ja definitiv schädlich. Für Elektroautos kein Problem. Hat die Automobilindustrie gesagt, das Projekt kostet siebenstellig, über 1 Milliarde. Und dann haben die das mit denen verworfen, sind sie auf die Universität in Aachen zugegangen, RWTH Aachen. Und dort haben sie dann eine eigene Marke eines Postautos als Elektroauto entwickelt. Deutlich günstiger. Funktional. Funktioniert. Was der Kunde will. Der Daimler-Manager sagte mir direkt, der externe, naja, das können Sie aber nicht mit dem Golf vergleichen, der so gleich in zigtausenden von Stückwagen geht. Ist ja richtig. Aber der Kunde stand im Mittelpunkt und es ist das entwickelt worden, was der Kunde wollte. Und wenn man sich dann überlegt, welche Märkte ja nun wirklich in den letzten Jahren durch Technologie kaputt gegangen sind, dann wissen Sie, E-Book, Streaming, Marketplace, Ridesharing. Also ich fand das so schön, wie ein Energieversorgungsunternehmen hier in Linz, ein Innovationsverantwortlicher zu mir sagte, naja, die Energiebranche, die ist im Moment so wie die Schallplattenindustrie, bevor es die DVD gab. Nur die will keiner mehr haben. Wir wollen Streaming. Und so eine Geschwindigkeit haben wir. Und jetzt kann man ja sagen, das sind alles Handelsbeispiele, die sind vielleicht simpel. Aber selbst in den hochkomplexen Anlagen wie Turbinen oder Aufzügen, bei den Turbinen, wo Flugstunden wirklich verkauft werden und nicht die Turbine, bei Aufzügen, wo mittlerweile Vertikaltransporte verkauft werden, also wo man anders an die Geschäftsmodelle rangeht. Und ich habe mal hier so ein Beispiel, es ist ein österreichisches Beispiel, deswegen ist das noch besonders gut, und hier auf den Toiletten haben sie überall von Hagleitner auch diese Reinigungsdinge, und Hagleitner hier, das kann man in YouTube, können Sie das runterladen, die haben sich dann überlegt, jetzt wollen sie auch Innovation, und haben sich mal die Waschräume angeguckt, den Stadien, und da haben die gesehen, also die erste Innovation, die kam, war, hier so ein Kreuz zu machen, überhaupt zu wissen, wie viel da rein und raus ging. Die zweite Innovation war dann, damit man sich nicht so dreckig macht und Hygiene hat, dass man es touchless gemacht hat. Und die dritte war, dass man dann dieses Touchnetz verändert hat und hat dort Kommunikation gebracht, dass man die Daten auswerten kann. Also Tagleitner alles gemacht. Und dann hat man sich überlegt, weil damit könnte man dafür sorgen, dass er das Never Empty ist und die Logistikeinheiten verbessern. Und dann hat man sich gedacht, wenn ich diese Daten habe, dann kann ich diesen Waschraum deutlich besser supporten, das Servicepersonal deutlich besser ausstatten. Und hat man an der Stelle dann mit diesen Daten, und das ist immer, sind im Moment die naheliegenden Geschäftsmodelle, dass man das Servicepersonal dort besser steuert. Also das sind so Energiedatenmanagement, Predictive Maintenance, Condition Monitoring, das sind so die aktuell immer ersten Geschäftsmodelle. Dann hat man überlegt, was kannst du noch damit machen? Und dann haben wir gesagt, ja, wenn ich die Daten doch schon mal habe, und ich habe ja in so einer Stadt viel mehr,
habe ich ja nicht nur ein Stadion, dann habe ich noch Hospitäler und andere Dinge und überall sind diese Waschräume. Und da finde ich, kriegt Big Data so einen schönen anderen Namen mit Big Washroom Data. Wenn Sie denn deswegen aus der IT sich immer schwer, diese Begriffe zu erklären. Oder Cloud Computing, kann sich keiner was darunter vorstellen. Aber wenn Sie einmal sagen, hier, wir wollen deine Big Washroom Data machen und das können wir mit modernen Technologien und zwar blitzefix, dann versteht es auch der Manager. Kann ich Ihnen vergewissern. Und das haben die dann auch mitgemacht und haben dann also sich überlegt, da könnten sie ja noch ganz andere Optimierungen im Unternehmen fahren. Das hat Hagleitner und ich habe mittlerweile, wir haben es leider nicht beraten, aber ich finde es trotzdem so ein schönes Beispiel, weil man sieht einfach mal, wie funktioniert so ein Kreativitätsprozess, in dem nämlich Unternehmen hergehen und überlegen, was könnte für einen Geschäftsnutzen entstehen, was für eine Geschäftsidee mit Technologieeinsatz, mit neuem Technologieeinsatz und wie können wir denn über den Weg wirklich auch unsere Marktposition verbessern. Hagleitner hat, seitdem sie das so mitmachen, dieses neue Anbieten, nachweislich also extrem gute Wachstumsraten und ist dort also sehr gut auf dem Markt unterwegs. Und deswegen kann ich dazu sagen, wenn wir uns mit Digitalisierung, mit Industrie 4.0 und den Technologien auseinandersetzen, dann dürfen wir es müssen wir uns mit den Technologien auseinandersetzen und überlegen, was könnte denn aus einem Waschraum oder anderen, meistens kommen ja die guten Geschäftsideen aus den trivialen Dingen, was kann man denn mit den Daten machen? Und dann muss man aber auch sehen, die Unternehmen lernen. Also es hat jetzt noch keiner direkt auf einmal Facebook erfunden für so viele Millionen von Anwendern. Und ich kann Ihnen sagen, auch wir als Unternehmen, wir sind bei uns damals in den Studentenwuden im Wohnzimmer, Schlafraum und Küche, weil das war eins. Also da sind wir angefangen mit unserem Beratungsgeschäft. Und das ist also genauso in der Garage gewesen im Prinzip. Und so sieht man hier auch, aus diesen Dingen entwickeln die Unternehmen eigentlich kleine Geschäftsmodelle. Erste Dinge, mit denen man macht, und sie müssen erstmal Erfahrung sammeln mit diesen Daten, überhaupt erstmal mit den Daten umzugehen. Weil das ist ein Hauptproblem, was im Moment die Industrie hat. Insbesondere der Anlagen- und Maschinenbau. Der Anlagen- und Maschinenbauer hat von seinen Daten gar nicht diese Daten. Der verkauft die und der Maschinenbediener vor Ort, dem die Maschine gehört, der hat die Daten, aber nicht der Hersteller. Und wir sprechen mit ganz vielen Herstellern, die sagen, das finden wir ja gut, wenn wir unsere Servicepersonal, das hat ja auch direkten Nutzen, aber wir haben die Daten gar nicht. Aber es gibt halt gute Beispiele wie Bogekompressoren, die schon dabei sind, solche Daten zu haben. Also darum geht es, die Daten zu haben, zu lernen mit Geschäftsmodellen, um dann zu überlegen, was kann ich denn mit diesen Daten denn anfangen, dass aus Big Data Smart Data wird oder was ich jetzt ganz neu gehört habe, komme ich gleich nochmal drauf, Fast Data wird. So, und wenn das denn so ist und das zu realisieren, dann ist das ja jetzt eine Geschäftsidee, aber mit welcher Technologie machen wir das denn dann? Und das ist was, wo ich dann wirklich jetzt wage, mit Ihnen zu diskutieren über Architekturen mit an der Stelle, den nächsten Schritt, weil ich bin dann dabei, mit Softwareanbietern, aber auch mit Automatisierungstechnikern zu diskutieren und auch mit Standardisierungsbereichen mit, wie wird es denn jetzt funktionieren? Und ein erstes Thema, was man realisieren muss, wo wir aber eine enorme Geschwindigkeit haben, ist, dass ich, wenn ich aus den Maschinen, ich muss ja jetzt überhaupt Informationen bekommen und die Daten bekommen. Und das war bisher immer sehr aufwendig. Also ich habe noch vor 7, 8 Jahren einen Getränkelieferanten, einen Getränkeabfüller. Wir haben in Paderborn Deutschlands größten Saftladen. Also die machen Saft, füllen die ab. Den durfte ich beraten. Und dann ging es darum, wo ist denn überall Verschnitt, also wo fließt überall was ab in den Leitungen mit. Und die alle auszustatten, das war vor 7, 8 Jahren, nicht zu bezahlen mit Sensoren. Und das ist jetzt genau anders. Also mittlerweile kommen jetzt Sensoren auf den Tisch und das ist ja genau durchs Mursche Gesetz, dass wir mittlerweile kleine Multicore-Prozessoren mit haben, die ungefähr im 1-Euro-Bereich mitliegen. Da habe ich immer Kommunikation drauf, da habe ich immer Security mit drauf, also kann ich Sensoren jetzt wirklich intelligent ausschatten und damit aus dem Sachding den digitalen Zwilling mitbringen, den ich dann eben ansprechen kann. Und das ist eben jetzt der Riesenunterschied zu früher, wenn ich den halt früher, wie eben gesagt, bei SAP anbinden wollte, dann hat er früher 10.000 Euro für ausgegeben. Und das ist jetzt nicht mehr so. Also jetzt geht es her und jetzt entstehen hier diese Übertragungswege mit und dort ist wirklich in großem Maß und am Anfang hat so die Industrie 4.0-Plattform hier im deutschsprachigen Raum mit der Industrial Internet Corporation mit Amerika, am Anfang haben sie sich bekämpft und bekämpft, mittlerweile arbeiten die zusammen.
Weil man gesehen hat, das einfachste Modell und die Daten rüberzubringen, das ist auf HTML-Formaten. Also wie kann ich wirklich einfach Daten hochschieben mit? Die haben den Vorteil, dass ich viele Daten schieben kann, die aber wenig strukturiert sind. Heißt wieder, MES-Systeme können im Normalfall damit nichts anfangen. Die können aber was mit OPC UA anfangen. Also eine Übersetzersprache, die da in den Jahren entstanden ist. Das ist einfach für den Nicht-Informatiker. Und die wesentlich strukturiert ist als diese Formate, da gibt es noch so Mischformen auch aus den Formaten. Da sagen den Paderborn auch meine Informatiker, plus alles nichts Neues, gibt schon seit 7 Jahren. Macht sein, dass es JSON schon so lange mitgibt. Aber diese Formate werden jetzt mehr und mehr eingesetzt, um denn daraus an die Plattform zu gehen. Und diese Plattform, egal ob das jetzt Google, Amazon, Microsoft oder auch SAP, sie sind, die haben alle eine etwas andere Architektur, aber im Groben geschnitzt haben die alle 3 Fähigkeiten. Das eine ist, dass die überhaupt einen Broker haben, damit sie Daten da unten erkennen. Insofern muss ich ja hier unten dafür sorgen, dass das gleiche Format hochkommt und hier erfasst wird über die gleiche Schnittstelle. Dort geht es also mit einer Riesengeschwindigkeit voran. Das zweite ist, dass ich sie speichern muss. Und an der Stelle kriegen natürlich Speicherung und Datenbanken auch eine ganz andere Wichtigkeit insgesamt mit. Und an der Stelle merken wir eben mit, dass, wenn man sich mal nachdenkt, ist das relativ schnell klar, also Facebook hat garantiert mehr Daten als ein Industrieunternehmen. Und Google auch. Wenn also einer schon mal an die Grenzen der Datenbehaltung gekommen ist, dann diese Unternehmen. Jetzt hat beispielsweise SAP erkannt seinerzeit, wenn sie selber eine Datenbank entwickeln wollen, dann müssen sie eine neue Architektur machen, damit sie von Oracle abhängig sind. Das haben sie dann auch mitgetan und haben dieses HANA, Hassus New Architecture, eigentlich heißt es woanders, aber Hassus New Architecture ist ja, hat ja andere Zugriffsgeschwindigkeiten. Man hat aber gemerkt mittlerweile, wenn ich so Datenbankzugriffe, so Zeitreihen von der Maschine abgreife, dann sind das so für eine holzverarbeitende Maschine pro Jahr ungefähr so 30 Terabyte, gepresst, komprimiert vielleicht 3 Terabyte, die muss ich erstmal mit der Leitung kriegen, das ist natürlich auch noch ein Thema mit. Aber wenn ich diese Daten mit habe, dann komme ich mit herkömmlichen relationalen Datenbanken auch einfach nicht mehr klar. Also einfach die Zugriffsgeschwindigkeiten viel zu lange. Da muss ich Rechner haben, die Schnellverarbeitung, Langverarbeitung, also Kurzhirn und Langhirn haben will. Und über den Weg ist aber vom Grundsatzesprinzip, und da entwickelt sich gerade alles hin, dass alle sagen, alle neue Technologien statten wir natürlich so aus, dass ich die Daten abgreifen kann oder sogar schon speichern kann am Ort. Aber man geht eben auch her, Technologien zu entwickeln, um das Brownfield die Daten abzugreifen, weil das ist natürlich der wesentlich größere Maschinenbestand, der so unterwegs ist. Aber dadurch, dass ich ganz einfach hier Agenten einsetzen kann, bin ich in der Lage, halt auch sehr schnell Daten abzugreifen. Und das ist, wenn man sich dieses überlegt, dass mit welcher Entwicklungsgeschwindigkeit das auch in den letzten 12 Monaten vorangegangen ist, wo am Anfang noch überhaupt die Diskussion war, was nutzen wir wohl für ein Format, wo sich jetzt ganz klare Formate herausbilden, wo man hier noch diskutiert hat, was nutze ich denn für Sensoren, und Sie können ja mittlerweile im Haushalt auch alles über Sensoren, da ist noch ein bisschen teuer, nachrüsten mit, und diese Datenbankanbieter, ich meine, Amazon macht auch keine Bücher mehr, sondern macht natürlich da an der Stelle mittlerweile gutes Geschäft mit der Infrastruktur, die die bereitstellt. Das heißt aber wieder für die Unternehmen, für uns das nächste Feld, alle diese Unternehmen haben das jetzt begriffen, sie müssen eine Plattform machen. Die KUKAs, die Siemens, die Trumps, die gründen auch alle Firmen. Die gründen alle jetzt so Spin-offs, so Inkubatoren, da kommen ein paar neue Leute rein, damit der Historie nicht so viel zu tun, und da wird jetzt eine Plattform entwickelt. Wenn jetzt, das gibt aber folgendes Problem, Sie sind jetzt einer, der eine Fertigungsstraße mit hat, und jetzt haben Sie die alle da drin, und bis jetzt haben Sie vielleicht 10 Hardware-Lieferanten gehabt. Was machen Sie denn, wenn Sie jetzt in Zukunft 10 Plattformlieferanten haben? Ob man dann was gewonnen hat, ist ja die nächste Frage. Und was ist denn jetzt mit diesen Plattformen? Sind diese Plattformen proprietär? Kann man vernetzen? Fährt man immer noch Politiken, sich abzugrenzen zwischen diesen Plattformen? Oder können wir ihn zusammenbringen? Ich kann Ihnen sagen, im Moment ein Riesenfragezeichen, weil ich bin in Arbeitsgruppen drin, wo Siemens, ABB, SAP und Co. dabei sind, und die sagen, es wäre doch mal gut, wenn wir ein gemeinsames Verständnis zu den Plattformen schaffen und dann einen Harmonisierungsbedarf ableiten. Und da sind wir gerade auch als Bayern in Deutschland, das zu tun, also uns wirklich zu fragen, wie kriegen wir diese Plattform hin. Aber auch da hat die IT-Industrie das begriffen, dass das zum Thema wird,
und dass man gerade dabei ist, hier zu schauen, wie wir die entwickeln. Und ich habe dann in Anlage einen Maschinenbauer gehabt und die hatten also schon vor 2 Jahren sich eine schöne Industrie 4.0-Strategie gemacht. Die haben auch so, das Projekt hieß dann Speaking Machine. Dann haben sie es mit aufgesetzt und auch wirklich tollen Plan, was alle vorhatten, wie das mit den Datenübertragungen mit wäre. Und ich sollte jetzt einen Vortrag vor dem Management vor Industrie 4.0 halten. Ich habe mir die Präsentation angeguckt, habe gesagt, was wollt ihr denn hören? Weil wenn ihr das schon alles realisiert habt, dann seid ihr doch eigentlich schon relativ weit. Ja, haben die gesagt, wir sind nicht weit gekommen, also wir sind an dem Plan stecken geblieben mit der Speaking Machine. Wir haben keine, wir haben die einfach nicht entwickelt gekriegt, wir sind stecken geblieben. Und es liegt oft daran, weil man keine Kompetenzen hat, dieses weiter aufzubauen. Und dann habe ich den Kollegen mitgenommen zur Hannover Messe Industrie. Dann habe ich den zu SAP-Stand geführt, wo Boge-Kompressoren zeigt, wie sie eine Plattform zeigen, wie sie keine Kompressoren mehr verkaufen. Boge macht so 20.000 Kompressoren im Jahr, 2.000, die sie nicht als Kompressoren verkaufen, sondern wo sie den Dienst Druckluft verkaufen. Das machen die aber schon lange und die Plattform helfen denen jetzt, diesen Dienst zu enablen und noch einfacher durchzuführen in diesem Bereich. Dann habe ich meinen Anlagenmaschinenbauer mal mit hingenommen, hat sich das angeguckt, dann der Bogemann war gut vorbereitet, hat gesagt, hey, ihr habt doch da bei euch auch einen Bogekompressor, wir könnten den doch mal so verkaufen. Weil der Anlagenbauer bei mir so am Anfang sagte, ich werde das nie mit einer Plattform hinkriegen, dass mir der Kunde überhaupt diese Informationen, die Daten gibt. Da konnte ich ihn also schon mal relativ einfach überzeugen, dass er das doch macht. Weil Boge kriegt es ja hin. Und wenn Boge das vielleicht bei dem hinkriegt, dann können die vielleicht auch nachdenken. Also das Thema, an Daten zu kommen und Informationen aufzusetzen, da bin ich fest überzeugt, das ist nicht mehr der Haupthinderungsgrund. Da werden Firmen sich öffnen, das zu tun. Dann hatte ich das ihm gezeigt, ist er total begeistert von dem Stand wieder runtergegangen. Dann bin ich zu ihm gesagt, ja gut, ich sage, das war jetzt einer von den Plattformanbietern. Dann sind wir zu einem MES-Anbieter gegangen. Und dann hat der gezeigt, was er für eine Plattform liefert. Alles kleiner, alles mittelständischer, aber auch gut. Dann ist mein Anlagenmaschinenbauer von dem Messestand wieder weggegangen und hat gesagt, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich machen soll. Ja, ich sage, jetzt kann ich Sie noch zu Nummer 3 und 4 aufführen. Dann werden Sie auch nochmal begeistert sein. Also total überfordert, was da gerade für ein Angebot entsteht und wie das Zukunftsbild der Architektur aussehen soll. Und an der Stelle, und das ist für uns auch eine spannende Frage und das passt dann eben vielleicht genauso mit hier ins Thema, beschäftigen wir uns, und das als Managementberatung, man glaubt das ja vielleicht nicht so, und deswegen finde ich auch hier das sehr interessant, mit Ihnen im Burgenland da auch gemeinsam drüber nachzudenken weiter, dass wir jetzt feststellen, also für mich persönlich, als ich noch vor Jahren das Buch Chefsache IT schrieb, da wusste ich zwar auch grob zu erklären, was IaaS, PaaS und Software as a Service mit ist, aber das kriegt natürlich jetzt ein ganz anderes, schönes Bild. Weil jetzt weiß jeder, was der Amazon und Microsoft oder in Deutschland die Telekom für Rechenzentren bereitstellt, für Rechenkapazität. Das heißt aber noch lange nicht, dass die eine Anwendung bereitstellen an der Stelle. Also, dass ich damit wirklich was machen kann. Und dann gibt es eben dieser große Block der Plattform. Und da ist eigentlich nach meinem Empfinden gerade, indem Sie, dass natürlich diese Dinger hier immer leistungsfähiger werden, da ist im Moment die größte Musik. Weil da sind natürlich die großen Player, die versuchen, ihre Lösung gerade an den Mann zu bringen mit und auch in den Markt zu bringen und an die Kunden zu bringen. Und ich habe aber in Paderborn auch ein paar pfiffige Start-up-Leute gerade in meinem Umfeld, die sich seit Jahren mit Open Source beschäftigen und mit Free Open Source Produkten und die sagen, ob wir jetzt hier kompliziert mit solchen Tools hier mitarbeiten, das können wir ja auch schlank machen. Und dann haben die mir sehr schön klar vermitteln können, dass sie in einer Produktion, da recht mittelständisches Familienunternehmen, die machen so Ordner für Werbematerial und wo dann immer so die Prospekte reingehangen werden und dann haben die gesagt, oh, die Allianzordner, das sind die schlimmsten. Wieso? Die Farbe ist so beschissen. Unser Kunde hat davon hunderte ausgelagert und dann sind da lauter Bläschen gekommen. Dann hat der Kunde gemeckert und hat gesagt, die sind falsch produziert. Der Produzent sagt, nee, ihr habt die falsch gelagert. Und dann haben die sich überlegt, wir hauen mal eben an die Maschinen Sensoren dran, wir nehmen uns mal eben aus dem Netz standardmäßig ein paar Datenbanktools mit, schieben da einfach die Daten raus,
Wir installieren nochmal zusätzlich Klimadaten in den Räumen mit, schieben die auch auf die Datenbank, holen uns aus dem Netz die Klimadaten der letzten 5 Jahre, wo wir mal jetzt Produktionszeitraum nehmen, haben die aufs Netz gebracht, Big Data gemacht und haben Auswertungen gemacht. Wir konnten dann relativ schnell Muster erkennen, warum es diese Bläschen gegeben hat. Und wenn man jetzt in der Lage ist, solche Dinge einzusetzen, solche Technologien einzusetzen und damit Prozesse zu optimieren, dann ist das deutlich komfortabler, als wenn Sie das mit Excel oder PowerPoint tun. Und da, glaube ich, geht die Zukunft hin. Das ist auch Disruption im Beratungsbereich. Da müssen auch Unternehmen wie wir anfangen, Know-how aufzubauen, um mit diesen Tools umzugehen. Und krass finde ich, dass eine SAP beispielsweise nicht den Weg geht, hier proprietäre Systeme zu machen. Also da wird zwar alles von HANA gesprochen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass die Internet-Cloud-Produkte, die SAP anbietet, die auch eine Siemens MindSphere, das ist die SAP Internet-Plattform, die da drunter ist, das ist nur 10% SAP HANA. Und das ist 90% Open-Source-Produkte, die da drin sind. Weil die nämlich genau begriffen haben, dass sie mit ihrer HANA-Plattform zwar gewisse Daten schnell fassen, aber dass sie beispielsweise Hadoop brauchen, um andere Daten auszuwerten, weil das eben damit deutlich schneller und deutlich besser geht. Und selbst diese großen Anbieter fangen an, hier Technologien auszuwählen, zu sagen, lass uns doch diese wahnsinnsgute Geschwindigkeit, die wir jetzt im Netz haben, nutzen und daraus die Tools mitnehmen und weiterentwickeln und einzusetzen. Und deswegen muss ich sagen, also das finde ich wirklich spannend, sich genau darauf zu konzentrieren, auch wenn man in dem Bereich IT unterwegs ist und das studiert oder wenn man Unternehmensgründung vorhat, genau an der Stelle kann man, glaube ich, angreifen, weil da sind die herkömmlichen IT-Abteilungen aktuell überhaupt nicht aufgestellt, um mit diesen Themen umzugehen. Und das finde ich also wirklich spannend an der Geschichte. Und jetzt hier von vor 3 Tagen in der FAZ, da stand so schön General Electric, wird jetzt Softwarekonzern. Die haben jetzt hier auch so ein eigenes Domain geschrieben, GE Predix. Also die wollen jetzt gegen als eigene Plattform und Cloud-Sprache und Betriebssystem wollen sie wieder auch was Eigenes bringen. Ich bin mal gespannt, ich habe es noch nicht analysieren können, ob es proprietär ist oder ob es Open Source mit ist. An der Stelle finde ich zumindest die Entwicklung interessant, weil in dem Artikel steht weiter jetzt die Stellungnahme von Siemens, wo tatsächlich der Vorstandsvorsitzende von Siemens sagt, naja, aber wir haben nie gesagt, dass wir Softwarekonzern werden wollen. Was man jetzt auch mal interpretieren kann und dahinstellen lassen kann, ob das die Strategie der Zukunft ist. Also nach meinem Empfinden ist auf der Ebene der Wettlauf der Giganten entbrannt, aber eben nicht nur der Giganten, sondern auch der Start-ups, der kleinen Unternehmen, um genau diese Technologien zu nutzen, um dort schneller zu sein, weil da sind wir technologisch einfach deutlich weiter. Und da empfehle ich wirklich die Entwicklungsmethoden, die wir ja alle im Softwareentwicklungsbereich gelernt haben, Scrum, agiles Management. Also wir haben am Haus jetzt dabei, uns den Begriff schützen zu lassen, Innovation Scrum. Nämlich genau im Bereich Innovation zu sagen, lass uns doch mal diese Logik zu sagen, wo wollen wir hin, wie machen wir jetzt Sprints im Scrum-Bereich, wie nutzen wir relativ Geschäftsmodellentwicklung und Architekturentwicklung, dass man das synchronisiert, um damit eben Startups auch deutlich schneller zu machen. In Konzern wird das, meine ich, schwierig sein, trotzdem von der Kultur, also außer es gibt dann eigene Einheiten. Und wenn man das Denken mit hat, dann muss man natürlich trotzdem wissen, wo man anfängt. Und ich hoffe, dass Sie durch den Vortrag so ein bisschen von mir die Sortierung mitbekommen haben. Ich muss mir schauen, ob ich in der Produktion, in der Fertigung bin, ob ich Produkte oder einen Service mache. Ich hoffe, dass klar geworden ist, das finde ich so schön vom Festo-Vorsitzenden beim VDMA, agil zu sein. Architekturkompetenz, Geschäftsmodellkompetenz, Innovationskompetenz und auch die Organisation mitzunehmen an der Stelle mit. Und ich sage dann immer, wenn ich jetzt Unternehmer da habe und überlegt immer nur, was ihr mit euren Kunden oder selbst schaffen könnt, ihr braucht wahrscheinlich Partner, kompetente Partner an der Seite, Technologieunternehmen oder eben pfiffige Technologen an der Stelle, und um dieses Netzwerk aufzubauen. Und umso mehr ich in diesem Bereich Services und Plattform komme, umso mehr werde ich auch hinten in den Bereich Kooperation und Partner kommen, weil das definitiv können die Unternehmen nicht. Und wir gehen deswegen so in den Unternehmen vor, das ist jetzt zum Abschluss nochmal so ein kleiner Werbeblock, zu sagen, guckt doch erstmal, wo er steht, schaut, in welchem Bereich als Unternehmen neue Geschäftsmodelle machen wollt, welche Prozesse sind wirklich zu optimieren,
Aber was kann man jetzt genau in diesem Architekturbereich bei der Automatisierungspyramide optimieren und digitalisieren, aber in den neuen Modellen mit neuen Kompetenzen auch aufbauen? Das war ein Ritt. Vielleicht gibt es auch noch Fragen. Es war das Stichwort durchgängiges Engineering. Das war dieser Kreis. Vielleicht können wir nochmal zurück. Bitte? Die Pyramide mit dem Kreis. Die Pyramide mit dem Kreis, genau. Mich hat das an ein Projekt, ich habe eine Vergangenheit mit Fraunhofer erinnert. Das war ein großer Projektantrag bei Fraunhofer gemeinsam, wo wir gesagt haben, wir möchten gerne genau dieses durchgängige Engineering in ein Software-System packen, wo es darum ging, Änderungen im Design, wenn ich am Scheinwerfer irgendwas ändere, das soll automatisch sozusagen diese Designänderung in der Stückliste und dann weiter in der Produktionskapazität. Ja. Und Mordstrom Antrag, ein paar Millionen Euro, ich glaube, ich habe seit 2-3 Monate daran geschrieben mit Kollegen aus Deutschland. Und dann ging das in eine Expertenjury bei Fraunhofer, wurde mit Bomben und Granaten abgelehnt. Und es war vielleicht noch, es war genau gerade vor dieser Industrie 4.0. Ja, das war die falsche Firma. Nein. Und eines der Hauptargumente war, wenn wir immer schon wüssten, sozusagen, was eine Designänderung uns dann downstream in der Produktion und in den Produktionskapazitäten, und wir müssen neue Fabriken bauen, wenn wir das immer schon wüssten im Vorhinein, dann würden alle Produkte sozusagen nur mehr funktionell ausgerichtet. Und die schönen Produkte wie ein iPhone, schöne Autos wird es nicht mehr geben, weil wir vorher schon immer wissen, was wir uns damit eintreten. Und geschweige denn, dass uns niemand zugetraut hat, dass man sozusagen diese vielen Disziplinen auch dazu bringen, miteinander zu reden. Also schon hauptsächlich ein humanes Problem, aber gleichzeitig natürlich auch war, hieß es dahinter, ne, und da sind so viele, das CAD dann mit dem Produktionsplanungssystem, mit dem System, das die Kapazitäten im Hintergrund plant, unter einen Hut zu bringen, das schafft ihr nie. Ja. Und deswegen, das hat mich sehr stark daran erinnert, warum glaubt man jetzt, das ist jetzt 5-6 Jahre her, dass man das jetzt schafft und wie will man das schaffen? Also aus diesem Systems Engineering Bereich, Gausemeier ist auch so ein Fan eben von Systementwurfstechniken mit. Da sind wir dabei, eine Methode Konsens auch zu nutzen, um genau solche Dinge aufzusetzen mit. Ein IT-Tool umfassend haben wir da noch nicht an der Stelle mit. Ich glaube, dass mittlerweile einfach die Erkenntnis mehr da ist, dass man es muss. Also dieses Zusammen, also es war wahrscheinlich die falsche Zeit noch. Also die Erkenntnis, dass neben dem Engineering, dem Systems Engineering, was immer sehr stark ingenieurlastig getrieben worden ist, man diese IT-Technologien mehr mit reinnehmen muss und auch noch Service-Markt, also Customer Centricity, Customer Journeys und all diese Dinge mit reinbringt. Diese Erkenntnis nach meinem Empfinden reift gerade. Und selbst bei Hackertech kann ich Ihnen aus dem Nähkästchen sagen, dass es lange gedauert hat, bis man die Projektgruppen, es gab tatsächlich eine Systems Engineering Arbeitsgruppe bei den Ingenieuren in der Produktentwicklung und eine bei den IKT-Leuten. Und bis mal einer gefragt hat, wieso reden die nicht mal miteinander, um Dinge zusammenzubringen. Weil an der Stelle, da habe ich mich jetzt auch als Ingenieur lange genug mit IT-Technologien beschäftigt mit, als Ingenieur schätzt man da das eine oder andere doch falsch ein, was man besser IT-technisch bewerten sollte. Umgekehrt allerdings auch so. Und deswegen dieses zusammenzufinden, ich glaube, ist jetzt erst die Zeit. Und vielleicht da die falsche Zeit. Ja, aber nur eine Vermutung. Also meine Erfahrung ist auch, dass das Beharrungsvermögen, ich meine, die Investitionszyklen sind in der Industrie oft sehr lange und dass das Beharrungsvermögen da extrem ist. Also würde mich interessieren, wie Sie, also als Beispiel vielleicht, Sie kennen den ISO-Standard zu den Feldbussen. Das ist nicht ein Standard, sondern der hat jedes Kapitel ist ein anderer Feldbus, den es schon gegeben hat zu dem Zeitpunkt. Das illustriert eigentlich, wie die ticken. Ja.
Also was da Ihre Erfahrung ist, warum ändert sich das jetzt? Weil die Bundesregierung den Industrie 4.0 Begriff geprägt hat? Oder wieso geht jetzt plötzlich was, was wir eigentlich nicht? Die Bundesregierung, deswegen habe ich die Gründungsgeschichte erzählt, die hat sich das jetzt einfach nur einverleibt von der Industrie. Da war man auch nicht so ganz so glücklich drüber. Ich bin von Unternehmen wie Beckhoff deswegen begeistert, weil es auch Unternehmen gibt, die schon sehr offen immer dafür gesorgt haben, selbst auf der Busebene, das auch zu standardisieren und überall Stecker zu machen, dass ich auch alles mit nutzen kann mit und eben nicht nur proprietär zu setzen mit. Ich glaube, dass dieser Grundgedanke, also wir werden diese Standards, also die Schnittstellen, wir werden die Schnittstellen nicht hinkriegen, wenn wir nicht irgendwie einen Übertragungsstandard uns darauf definieren. Und dann kriegen wir die vernetzte Welt einfach nicht hin. Und ich glaube, man hat einfach gelernt, und das ist auch einfach die Erkenntnis, am Ende wird wahrscheinlich nicht die Industrie diesen Standard festlegen, ob das jetzt da MQT und OPIT, am Ende wird es wahrscheinlich eher die Consumer-Industrie festlegen, weil dort einfach ganz andere Größenordnungen da sind und weil sich dann Standards durchsetzen werden. Das ist auch da im Moment die Vermutung. Insofern kann ich ja nur von mir sagen, ich bin total begeistert, wenn so junge Gründer, die diesen ganzen Klapperatismus Open Source gerade beherrschen, mir wirklich relativ schnell auch in der Fabrik solche Systeme aufbauen können, wo wir damals mit BI-Projekten selbst 8 Wochen für gebraucht haben. Also das geht jetzt ja deutlich schneller mit. Und dass im Moment die Sensoren zumindest so sind, dass wir schneller austauschen können. Ich kann es Ihnen abschließend, deswegen dieses Bild mit den Plattformen, ich kann es Ihnen abschließend auch noch nicht sagen, ob wir nicht doch wieder Abschottung kriegen, weil manche Leute meinen, sie können die Märkte abschotten mit. Ich glaube aber, dass es zusammenwachsen muss. Das ist an der Zeit. Das ist aber meine ganz persönliche Meinung. Die Industrie 4.0-Applikationen, die leben ja davon, dass sie dynamisch sind, flexibel sind, sich anpassen können an den Bedarf. Jetzt gibt es zwei technische Lösungen oder Richtungen, wie man das machen kann. Das eine ist jetzt, dass ich viele Metriken über die Zeit monitore und in so einen genannten Kristallkugel-Algorithmus reinspeise und irgendwelche Trends vorhersage und dementsprechend dann das System anpasse. Der andere Ansatz ist, dass ich vereinfacht gesagt einen Regelkreis habe und sehr viele Policies, die dann übereinander vernetzt sind und von mehr oder weniger statischen Messwerten leben. Aufgrund von Ihrer Erfahrung und den Gesprächen mit den verschiedenen Firmen sehen Sie da zwei parallele Trends, die sich hier gegenseitig voneinander entwickeln oder dass das kombiniert gehört oder dass eines davon vielleicht sogar obsolet ist? Da kann ich im Moment ehrlich gesagt nicht so eine tiefe Aussage zu bringen mit. Nach meinem Empfinden man sich tatsächlich eher am Finden ist, welche Strategien man mitfährt. Also ich habe jetzt noch nicht bei diesen Plattformentwicklungen im Moment gemerkt, dass ich da überhaupt jetzt in einem dieser Themen schon ganz klare Entwicklungen ergeben, dass man setzt auf eine Strategie. Was ich eher höre, ist auch gerade bei Plattformen, ob ich jetzt mit Regelwerken oder mit Gesamtkugeln mitarbeite, dass man eher sagt, es wird konkurrenzierende Systeme geben, weil vielleicht in dem einen Werk das eine besser ist und in dem anderen das andere ist. Aber die Frage ist ja wieder, wenn der eine Variante A realisiert und der andere Variante B realisiert, wie können die trotzdem womöglich hinterher weiter miteinander kommunizieren? Und dass eben nicht das passiert, das hat heute auch schon mal jemand gesagt, was bei den alten Videokassetten mit war, also welcher Standard wird sich durchsetzen, sondern dass man eher so mit sieht, dass diese in Zukunft vielleicht miteinander reden können. Aber tiefer kann ich Ihnen im Moment noch nicht beantworten. In der Hoffnung, glauben Sie tatsächlich, dass sich Open Source durchsetzen wird in diesem Bereich? Ich glaube das wirklich, also ja. Bis jetzt, die letzte Erfahrung, sage ich, oder die Erfahrung in den letzten 20 Jahren, hat aber eigentlich das gerade nicht gezeigt, sage ich jetzt einmal. Es ist dafür, also sobald irgendjemand, der ein bisschen etwas zu sagen hat, dagegen interveniert, ist die Sache beinahe gestorben. Ist egal, wo man hinschaut, ob das München gewesen ist oder sonst irgendetwas. Also ich glaube, dass die Idee hervorragend ist, aber ich glaube, es wird sich genauso schnell und rasant durchsetzen wie das papierlose Büro. Dazu vielleicht von mir eine Anmerkung, wenn ich da einfach dazu hinkommen darf. Ich glaube, dass Open Source sehr stark ist im Infrastrukturbereich. Und man sieht es auch, wenn Sie heute anschauen, Webserver und so weiter, dort hat sich Open Source de facto durchgesetzt. Und ich glaube, dass da in diesem Bereich
die ganz unterste Ebene der Kommunikation, die kann nicht mehr proprietär sein. Das funktioniert einfach nicht. Wenn eine Firma versucht, das zu machen, dann fällt sie damit auf die Nase. Nein, wenn ich in den kleinen Bereich schaue, das sind schon Lösungen. Ne? Wir haben nur Open Source Lösungen, die seit Ewigkeiten funktionieren. Was hast du durchgesetzt? Im Endeffekt. Also entweder hängt ja eine WhatsApp drinnen, wo es ein abgespecktes XMPP ist, der nächste baut wieder seinen eigenen Messenger, der übernächste baut seinen Messenger. Und ja. Also ich denke, es wird genau dort wieder hinlaufen. Aber ich muss eins sehen. Dass jeder wieder sein eigenes Süppchen kochen wird. Und im Endeffekt, der Kunde. Die Diskussion ist auch noch nicht abgeschlossen, weil wir haben jetzt WebRTC als neuen Standard in HTML5 und das ist gerade der Punkt und die ganze Frage komplett neu aufgerollt. Ich glaube nicht, dass die Diskussion abgeschlossen ist. Also was ich faszinierend finde, und das hatte ich, also wenn man da nicht genau nachfragt, kriegt man das, finde ich, nicht so genau erklärt. Wenn so ein Systemhaus wie die SAP in Deutschland, das ist ja glaube ich schon das einzige Unternehmen, was sich so dermaßen weltweit positiv entwickelt hat an der Stelle. Wenn die bereit sind, und ich kann mir also, dass mir die Leute da erzählt haben, wie die Diskussion mit Hasso Plattner waren, die waren also schon heiß umstritten, dem zu erklären, wir gehen auf Open Source Technologien. Wir machen nicht was Eigenes, sondern wir gehen auf Open Source Technologien, um das weiterzuentwickeln. Ich kann Ihnen wirklich sagen, ich kenne die Detailarchitektur durchaus damit, weil ich alle auf den Punkt hier bringen darf, aber die gucken wirklich hier in den Bereichen, was man mit aufbaut. Und das ist immerhin der Grundbaustein für die gesamte Siemens-Mimik, die wir gerade am Markt mitfinden. Die erzählen das auch nicht jedem. Also dass Mainz für die SAP-Plattform ist, das muss man auch nachfragen, um das dann zu wissen an der Stelle. Aber wenn solche Unternehmen damit anfangen, und wenn wir dann jetzt sehen, was für eine Geschwindigkeit da sich entwickelt, da bin ich, das, am Ende kann ich es Ihnen auch nicht sagen, weil der Unterschied ist ja nun mal, dass diese Damen und Herren hier so viel Kraft und Power haben mit, dass ich es auch nicht weiß. Also ob dort diese monolithischen, monopolistischen Systeme am Ende Überhand kriegen, ich weiß nicht, ich finde zumindest, als 95 gab es auch schon eine Unternehmensberatung. Trotzdem haben wir eine gegründet und haben es nicht aufgehalten, erfolgreich zu werden. Und in Österreich habe ich jetzt eben gelernt, sind wir schon ein großes Unternehmen, in Deutschland 25 Jahre immer noch klein. Aber vielleicht aufgrund der Zeit, wir können ja hinterher nochmal weiter diskutieren. Vielen Dank.